Noch 5 Tage bis zum Melbourne Cup und hier sehen wir Loft. Das sind ganz aktuelle Trainingsbilder von heute Morgen mit seiner Betreuerin Katja Heckmann. Jetzt wird er nur noch ruhig gemacht. Die Abschlussarbeit, die gab es schon am Dienstag. Mit dem australischen Jockey James McDonald. Der hat das Rennen im letzten Jahr gewonnen. Ein gutes Zeichen. Hier sind wir, Loft und Katja Heckmann, die uns auch die Bilder zur Verfügung gestellt hat. Zusammen mit Chantal Helja kümmert sie sich schon seit Wochen um den Adlerflugsohn. Natürlich sehen wir den auch live, zusammen mit dem Trainer. Da ist er. Genau, mit Katja. Da ist der Loft, genau. Ja, vielleicht gehst du mal ein bisschen näher. Hallo Katja! Geh mal ein bisschen näher ran vielleicht, dass wir dem Loft auch mal das Gesicht sehen. Hallo! Guten Morgen! Na, wie geht's euch da unten, Katja? Du hältst hier... Ja, alles gut soweit. Das Wetter macht nicht so mit, wie wir uns das vorgestellt haben. Also für uns, für Loft ist es gut. Da ist aber, er. Das, ja. Ja, sonst alles gut, ja. Ich begrüße ganz herzlich Marcel Weiß in Australien. Hallo Marcel. Hallo, ich grüße dich. Ja, ich würde sagen, guten Morgen. Für dich ist es jetzt wie spät? Kurz nach 4:30 nachmittags. Kurz nach 5 nachmittags. Du bist wir sind euch 9 Stunden voraus, ja. Du bist im Stall von Loft? Genau. Den zeigst du uns gleich auch mal hoffentlich, oder? Kannst du das machen? Ja, der ist gerade draußen spazieren. Ich zeige ihn dir gleich. Okay, wunderbar. Ja, Marcel, so sieht man sich wieder. Das letzte Mal haben wir uns gesehen nach dem Rennbahnabschied von Torquato Tasso. Über den reden wir gleich auch noch ein bisschen. Aber jetzt steht Loft im Mittelpunkt. Großes Abenteuer wieder für den Stall Weiß. Hast du schon so eine Goldcard bei Lufthansa jetzt? Also die Ziele New York, Longchamp, Ascot und jetzt in Flemington Park. Es ist ja immer mit einer anderen Fluggesellschaft. Kann man sich ja nicht immer aussuchen. Ne? Ja, aber trotzdem, aufregende Tage für dich. Seit wann bist du da? Seit letzter Woche, Samstagmorgen. Aber du bist gut vertreten worden von den beiden Mitarbeiterinnen aus deinem Stall. Genau, Katja Heckmann und Chantal Helja, die sind ja schon vorausgeflogen und die haben alles wunderbar gemacht und läuft alles nach Plan. Läuft alles nach Plan. Was heißt das genau? Also wir haben ja schon ein Video gesehen. Der Jockey James McDonald hat Loft ja schon kennenlernen können. Du warst mit dabei. Ich habe dich gesehen auf dem Video. Genau, das war unser Ziel gewesen, dass er ihn bei der Abschlussarbeit hat, dass er ihn auch einmal kennenlernt. Er ist eigentlich unkompliziert, aber ist ja nicht verkehrt für so ein Rennen. Und der Jockey ist ja hier vor Ort und so ein Jockey hat man auch nicht jede Woche auf dem Pferd drauf. Der ist hier auch ein absoluter Superstar, ist der beste Jockey in Australien und wirklich auch sehr professioneller Mann und hat auch gleich alles richtig gefühlt und hat einen tollen Job gemacht am Dienstag und er war ganz begeistert. Hat er sich das Pferd ausgesucht? Also so einen drauf zu haben, das bedeutet ja schon mal was. Der hat das Rennen letztes Jahr gewonnen. Ja, ich denke mal, dass der Besitzer da auch sehr gute Connection und einen Draht zu ihm hat, weil für den gleichen Besitzer oder Mitbesitzer hat er letztes Jahr den Melbourne Cup gewonnen und ich glaube, der hat sich die Rennen von Loft angeschaut und hat sofort zugesagt und nach dem Schlussgalopp hat er gesagt, er wolle auch gar kein anderes Pferd außer Loft reiten wollen. Das ist natürlich schon mal ein gutes Indiz. Kennst du die Konkurrenz? Hast du dich mit der beschäftigt? Natürlich. Das Starterfeld wird dann, glaube ich, am Samstag rund gemacht. 34 sind noch im Aufgebot. Oder wie viel sind es momentan? Genau, es sind 33 waren noch drin. Ein Pferd ist schon ausgefallen. 24 dürfen laufen insgesamt und die Startboxen werden am Samstag ausgelost. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig oder ganz entscheidend in dem Rennen. Natürlich hat man da keinen Einfluss drauf, aber man kann sich ja eine Startbox wünschen. Ich würde mir eine Startbox, sage ich mal, zwischen 4 und 11 bis 12 wünschen. Weiter außen muss nicht sein. Da muss man natürlich schon wieder einen guten Plan haben, wenn es nicht so sein sollte. Aber gut, das Rennen ist 3200 Meter lang. Da mache ich mir Gedanken am Samstag, wenn die Startbox ausgelost ist. Dass du mal mit einem Pferd im Melbourne Cup laufen wirst, wie sehr war das so auf deiner Agenda? Hast du da jemals dran gedacht?
Nein, gedacht nicht. Ich sage mal, das habe ich auch Herrn Ostermann zu verdanken. Und der hat darauf auch bestanden, obwohl das Pferd verkauft wurde. Und das war ein Wunsch von ihm. Er hat gesagt, er möchte gerne, dass das Pferd auch unter meinem Namen im Melbourne Cup läuft. Und deswegen habe ich ihm das eigentlich zu verdanken, dass ich das Pferd weiter trainieren dürfte. Ich habe auch den neuen Besitzer schon kennengelernt. Auch wirklich ein ganz netter und sehr engagierter Mann im Rennsport. Hat auch auf der ganzen Welt seine Pferde stehen. Und ganz netter Mann. Aber sonst, nein, ich persönlich hatte es nie auf der Agenda stehen. Man hat ja nun nicht jedes Jahr ein Pferd im Stall stehen, wo man den Plan hat, mit Melbourne Cup zu laufen. Das war ja so, dass Loff durch diesen Sieg in Hoppegarten die Qualifikation hatte, da ist er. Genau, mit Katja. Da ist der Loff, genau. Ja, vielleicht gehst du mal ein bisschen näher. Hallo Katja, geh mal ein bisschen näher ran vielleicht. Dass wir dem Loft auch mal das Gesicht sehen können. Hallo. Guten Morgen. Na, wie geht's euch da unten, Katja? Du hältst die Hast alles gut soweit. Das Wetter macht nicht so mit, wie wir uns das vorgestellt haben. Also für uns, für Loft ist es gut. Da ist aber, er. Aber sonst alles gut, ja. Man kann ja ein bisschen verfolgen, dass du deine bisschen Freizeit, die bisschen Freizeit, was du hast, auch gut nutzt, aber auch mit Tieren. Also du warst in irgendeinem Zoo unterwegs. Absolut, ja. Wir haben jetzt mittlerweile 3 so Tierfarmen besucht, genau. Weil sowohl von der Chantal auch von mir war es ein absoluter Traum, mal einen Koala zu streicheln. Und das haben wir geschafft. Ja, und das gestern, das war ein Angebot vom Victoria Racing, was wir gestern gemacht haben. Ja. Wo wir auch da Schlangen haben wir gesehen und Krokodile und so. Ja. Und Loft ist da nicht eifersüchtig, der kriegt noch genug Streicheleinheiten von euch. Aber absolut. Dieser Melbourne Cup, da gibt es ja auch ein riesengroßes Rahmenprogramm drumherum. Man kennt das ja auch von den Bildern von Andreas und Susi Wöhler. Die haben das Rennen nämlich 2014 mit Protektionist gewonnen. Freut ihr euch auch da schon drauf? Es gibt ja auch diese Parade. Wann ist die? Die ist am Montag. Aber das ganze Spektakel hier rund um den Melbourne Cup geht schon am Samstag los. Da ist das Derby wird hier gelaufen. Da ist schon richtig Programm. Also wie gesagt, werden 4 Tage hintereinander volles Programm sein. Man hat jeden Tag Termine, auch Pressekonferenztermine. Montag ist die Parade und ja, am Dienstag das Rennen. Aber auf die Parade freue ich mich auch schon. Das soll was ganz Besonderes sein. Du hast ja das Glück, ich habe Andreas Wöhler schon angesprochen, diese Corona-Beschränkungen und so, die sind ja alle aufgehoben. Andreas hat, glaube ich, vor 2 Jahren mit Aschhuhn, hat er 3 Wochen im Hotel gesessen, damit er daran teilnehmen konnte. Ja, wir haben eigentlich wirklich großes Glück. Es ist alles sehr locker hier. Also man hat eigentlich gar keine Beschränkung, außer hier in der Quarantäne am Stall. Das war die ersten 2 Wochen auch für die Mädchen. Für mich jetzt nur 5 Tage. Man musste wirklich 2-mal am Tag duschen, wenn man da rein und raus geht. Aber das gehört einfach mit dazu. Das macht man dann. Aber sonst hat man im Großen und Ganzen Glück. Man hat keine Einschränkungen, überhaupt nicht. Weder in der Stadt noch sonst irgendwo anders. Der Besitzer, du hast ihn schon angesprochen, ich habe den Namen jetzt nicht ganz, Ossi Kier, ja. Genau, ist aber auch nur Mitbesitzer. Da gibt es noch der andere Teil, der lebt in Hongkong. Den hast du aber noch nicht kennengelernt. Nein, aber der kommt, glaube ich, am Wochenende hier rüber und dann lerne ich den auch kennen. Ja. Also der Deal war beim Verkauf des Pferdes, der ist ja dann nach Hoppegarten, ist er im Belmont Park gelaufen, hat da das Rennen gewonnen. Das war die Bedingung von Manfred Ostermann, dass du ihn weiter trainierst? Ja, Bedingung. Er hat es als Wunsch geäußert und man hat nichts dagegen gehabt. Und er ist ja schon unter meinem Namen auch in den neuen Farmen ja bereits in England gelaufen, wo er Zweiter war in dem Listenrennen. Und jetzt sind wir hier. Jetzt seid ihr hier, genau. Marcel, du hast so viel erlebt in diesem Jahr. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Wie sind denn die realistischen Ziele? Klar, wenn man den Jockey drauf hat, der letztes Jahr gewonnen hat, dann sind die Ziele von den Besitzern auf jeden Fall sehr hoch. Ja, ich sag mal, die Vorbereitung mit Loft hat alles nach Plan funktioniert. Es gab keine Stops und gesundheitlich ist er auch bestens drauf. Aber in solch einem Rennen, da muss natürlich auch alles passen. 24 Pferde, jeder möchte auch dieses Rennen gewinnen. Das ist wie in jedem anderen großen Rennen. Man muss eine Position haben. Es muss einfach viel passen. So ein Rennen gewinnst du mal nicht einfach so. Auch wenn du ein Pferd hast, was natürlich ganz weit oben als Favorit steht. Aber so einfach soll es nicht sein.
Also, wir müssen uns alle überraschen lassen. Geld gibt es auf jeden Fall. Aschrun ist damals 10. geworden, hat auch noch 100.000 Euro verdient. Also Geld gibt es auf 10 Rängen mindestens. Also, aber das ist ja nicht das Ziel alleine. Also der Besitzer will sicherlich gewinnen. Für dich wäre das, oder Melbourne überhaupt, ist ja ein Traum. Es ist ja ein großes Erlebnis, ein großes Abenteuer. Ja, natürlich. Ich sag mal, ich setze mir als persönliches Ziel Platz 1 bis 3. Das wäre natürlich ein Highlight, wenn wir das erreichen könnten. Also wenn wir da Zweiter oder Dritter sind in dem Rennen, dann brauchen wir auch nicht traurig sein. Wie gesagt, wir reden vom Melbourne Cup, ne? Und das ist schon was ganz Besonderes. Und natürlich steht der sportliche Aspekt immer an erster Stelle. Dieses Rennen will jeder gewinnen, genau wie das Derby, die Diana oder den Arc. Und nur darum geht's. Dein Stall hat wirklich Außergewöhnliches geleistet, also das ganze Team, muss man sagen. Ihr habt jetzt Torquato Tasso verabschiedet, das hast du den nicht nehmen lassen. Also Katja konnte nicht, die war ja bei Loft in Australien. Du hast ihn selber geführt mit dem Pascal. Bei dieser Deckungspräsentation. Genau. Richtig. Und ich denke mal, schon aufgrund dessen, weil die Katja ja auch schon im Ausland war, ich glaube, dass ich ihm das auch schuldig bin, dass ich ihm... ich sage mal im Positiven, seinen letzten Gang nochmal auf der Rennbahn, dass ich ihn dann selbst nochmal präsentiert habe, weil wir haben diesem Pferd so viel zu verdanken. Und er hat jetzt ein richtig schönes Leben. Er hat vorher auch ein gutes Leben gehabt, aber ich glaube, als Deckhengster soll er schon seinen Spaß haben. Du hast wahrscheinlich dieses schöne Video von Frank Sorger auch gesehen, also der hopft da über die Koppel. Wahrscheinlich muss man manchmal die Augen zumachen und denken so, hoffentlich geht das gut, du kennst ihn ja. Richtig. Da waren schon ein paar Sachen bei, wo ich gedacht hätte, mein lieber Mann, aber er ist jetzt in freier Wildbahn, freier Natur und er soll sein Leben genießen. Da haben wir jetzt keinen Einfluss mehr und in der Natur, da galoppieren die Pferde oder springen die halt immer so rum. Im Rennstall, da würde man die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber da ist es nun halt mal so. Ne? Das ist ein Risiko, was man auch mit seinem kostbaren Hengst einfach tragen muss. Das ist ja wie bei kleinen Kindern, die muss man auch laufen lassen. Also man kann ihn ja nicht festbinden. Richtig, wie gesagt, das machen andere Gestüte, machen das ja auch. Und klar, die ersten Male ist bestimmt ein Schockmoment, aber man gewöhnt sich ja dran. Irgendwann ist es normal oder Alltag, wenn man sieht, wie er da rumrennt und sich austobt und man freut sich einfach. Ja. Er hat tierische Begleitung, weil mit den Artgenossen klappt das vielleicht nicht ganz so gut. Man hat ihnen Rinder als Begleitung mit auf die Koppel gegeben. Ja, das macht man wohl im Gestüt Auenfelle so. Also Herr Ellerbach hat mir erzählt, dass er da sehr gute Erfahrungen mitgemacht hat und dass da noch nie was passiert ist. Und warum soll das jetzt anders sein? In Etzian kriegen die Hengste auch eine Stute mit auf die Koppel, eine tragende. Wäre das vielleicht eine Option für... Torquato Tasso? Okay, aber in Sachen Gestütskunde bin ich nicht so allwissend. Also, das sollen die Leute machen, die dann wirklich Ahnung davon haben. Und da lehne ich mich dann zurück und schaue zu, was passiert. Ja. Zurück zu Loft. Wie sieht das Programm jetzt in den nächsten Tagen für ihn aus? Du hast gesagt, also der wird morgens locker jetzt gearbeitet und wird dann immer noch spazieren geführt. Wir haben ja nur immer eine bestimmte Zeit, also man hat so ein Zeitfenster, wann man auf die Bahn kann mit den Pferden. Alltäglichen, morgendlichen kennt er und danach wird er nochmal ausreichend Schritt geführt. Dann ist er nochmal beim Grasfressen, so wie jetzt gerade auch. Und nachmittags geht er auch nochmal raus, wird geführt und kann ausreichend Gras fressen. Also was ich hier gesehen habe, an Gras mangelt es den Australier nicht. Ich habe noch nie so viel Gras in meinem Leben gesehen. Wie geht's denn danach weiter? Bleibst du dann der Trainer oder bleibt der dann in Australien? Der Plan ist, dass der nach dem Rennen sofort an einen neuen Trainer übergeben wird. Der wurde mir auch schon vorgestellt. Ganz netter. Wer wird das sein? Bitte? Wer wird das sein? Wie heißt der? Frag mich das beim nächsten Mal. ich wurde nur ganz kurz vorgestellt, den Namen habe ich jetzt nicht behalten, aber sehr junger Trainer, aber sehr sympathisch und macht wirklich einen netten Eindruck. Und ja, so ist das halt. Ich freue mich ja riesig, dass er nochmal unter meinem Namen im Melbourne Cup laufen darf und was danach passiert, werden wir dann sehen.
Ja, die deutschen Pferde sind ja in Australien immer sehr erfolgreich. Die australischen Rennpferde sind ein anderer Typ Rennpferd. Aber die Australier haben jetzt ihr wichtigstes Rennen, also für die, das ist The Race That Stops the Nation heißt das. Also da kriegen die Kinder schulfrei und dürfen sich das Rennen angucken. Dafür züchten sie eigentlich nicht unbedingt die richtigen Pferde, oder? Deswegen müssen dann immer die deutschen Pferde dahin kommen und werden auch gerne genommen. Ja, hier sind sehr viele deutsche Pferde. Also wir waren gestern sogar, wo wir einen Ausflug gemacht haben, auf dieser, in so einem Funky Park nennt sich das, wo diese ganzen wilden Tiere waren. Und der Besitzer erzählte uns, dass er ein Pferd besitzt, was den Namen Django Freeman trägt. Also müsste eigentlich jeden Begriff sein. Ja. Also hier gibt es sehr viele Pferde in Australien und die Australier lieben deutsche Pferde. Man merkt es ja, sie kaufen ja auch sehr regelmäßig Pferde in Deutschland und die werden dann nach Australien importiert. Und die sind ja auch da ganz erfolgreich mit. Ja, Django Freeman hat aber seine Karriere jetzt beendet. Das wäre das Pferd von Lars Wilhelm Baumgarten, der war Zweiter im Derby. Genau, der ist jetzt hier auf Koppel. Achso, habt ihr Bilder mitgebracht von dem? Nee, haben wir nicht. Schade. Okay, Marcel, ich entlasse dich jetzt gleich, aber du zeigst mit uns, gehst bitte mit der Kamera, mit dem Handy nochmal zu Loff. Ist der da noch? Steht er ja, da noch im Gras? Zeig ihn uns nochmal, dass wir ihn nochmal sehen, dass es ihm gut geht. Und dann sehen wir ihn. Der James McDonald reitet ihn jetzt nicht mehr, nur noch im Rennen dann. Nein, der Jockey, der hat ihn nur bei der Schlussarbeit geritten und braucht ihn jetzt nicht mehr reiten. Wie gesagt, er ist ja ein völlig unkompliziertes Pferd. Es ging ja einfach nur darum, weil er hier vor Ort war, dass er einmal ein Gefühl für das Pferd kriegt. Und er war ganz begeistert und dann bis jetzt kann man sagen, haben wir alles richtig gemacht. Gut, dann zeig ihn nochmal. Da ist er. Guck mal, ja, Loft. Einmal mit dem passenden Halfter auch. Ja, sehr schön. Ein Adlerflugsohn auch. Sieht ein bisschen anders aus als Doc Quator Tasso. Hat ein bisschen mehr von der Mutter, oder? Ja, ein bisschen kleiner ist er, ne? Ja. Ja, kleiner und dunkler und nicht ganz so auffällig, aber schnell laufen kann er auch. Marcel, ganz herzlichen Dank, dass du das gemacht hast. Grüße an alle, auch noch an die Chantal, die wir nicht gesehen haben. Ich wünsche euch Hals und Bein und ganz liebe Grüße dann auch mal an die Katja, die möge mir noch ein paar Bilder schicken. Machst du, Katja, ne? Ja, okay, dann schneide ich das nämlich zusammen. Also, toi, 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 ganz lieben Dank euch. Ciao. Alles klar. Ciao. Tschüss.